Das nicht verwandt, aber fehlen beide Stammspieler auch der letzten Saison gewesen. Müssen gucken, wie sie da agieren. Nominell ist nur ein Innenverteidiger auf dem Platz mit Rot. Und wir sind gespannt. Letztes Mal haben sie uns ja jetzt gezeigt. Direkt in aussichtsreicher Schussposition und auch aus der eigenen Jugend, aber da sieht man, dass sowas eben nicht auch die Bremse sein muss. Schönes Anspiel. Und raus auf Müller. Das ist Müller, der direkt mit Zug zum Tor spielt den Ball in die Mitte. Ja! Junger Kader, den das Tor auch hat. Ja, aber hatten wir schon ein paar Mal hier auch bei den Gegnern wohl gedacht, da kommt eine gestandene Mannschaft. Nee, oh, Justin Seven, dass da zwei Leute aussteigen. Und der Schmidt mitkommen. Ach Gott. So, jetzt drauf. Müller, jetzt kommt Seven da. Oh, gute Konzentration. Danny Schmidt sucht direkt den Abschluss. Das ist auch eigentlich nicht sein Job. Ja. Oh, Buba Kabari, der sich da super durchsetzt. Und Tristan Mohn. Jetzt Buba Kabari. Super durchgelassen da von der 31. Und wie das ist Tristan Mohn, der da ist, der sich da super groß macht. Tristan Mohn ist da mit den Fingerspritzen. Dann kann jemand die Latte lecken. Und dann ist es Marino, der U20-Nationalspieler. Der am schnellsten reagiert, da hat die Hintermannschaft der Mainzer geschlafen und es führt 1:0 für die Astoria. Wir schauen uns jetzt nochmal hier an. Politakis haut den Ball an die Latte und dann ist es Marino, der am schnellsten schaltet. Ja, aber sie übernehmen das Heft wieder ein bisschen, die Mainzer. Müssen sie auch, ne? Ich denke mal jetzt. Ja. Wie man auch schon. Und da ist einsteigen und das ist. Elfmeter. So. Danny Schmidt wird antreten. Kurzanlauf. Guck mal, wie du. Danny Schmidt zum 1:1 für die Mainzer. Aber hast du das denn von der Felsen gesehen? In der richtigen Ecke. Aber naja, zu platziert. Geschossen, wir schauen es uns nochmal an. Allein die Größe, wie er dir da. Mhm. Noch. Spinnenartig, aber der war einfach zu platziert. War gut gemacht von Danny, Schmidt. Das macht Seven hier. Blutjunge 18-Jährige damit klarkommt. So, schön genommen. Karl mit dem Abschluss. Und was ein Ding. Politakis wird es wieder direkt versuchen. Macht er schon wieder das Aluminium. Theodorus. Was ein geiles Politakis aufstellen wird. Oh. Jetzt auf einer Umschaltsituation der großen Stärke. Kein Abseits, kein Abseits. Tristan Mohn kommt raus. Marino umkurft den Torwart. Hat das leere Tor vor sich. Verzögert nochmal und macht das ganz abgebrüht. Hammer. Super Situation. Und ich wollte gerade sagen, die Hoffnung ist verloren für ein Tor. Doch dann ist es die Umschaltsituation, der Ballverlust in der Mitte. Vor Ende. Und dann wird Marino nochmal an. Auf Reisen geschickt. Ich habe am Anfang gedacht, dass der rennt ins Abseits, aber dann richtig gekommen. Barry ist es. Und dann Tristan Mohn zögert kurz. Ja. Das war das Problem im Endeffekt. Das macht Marino aber auch dann ganz souverän da. Lässt ja. Kein Risiko. Ins Nichts grätschen. 2:1. Maurice Trapp bringt den Ball nochmal nach vorne. Jetzt noch der Ausgleich. Das Hartmann auf Ken Marta. Oh! Das wäre es gewesen. Und da fällt der Unparteiische ab. FSV Mainz 05 verliert in letzter Minute gegen Astoria Waldorf mit 1:2.